Corona. Was fühlst du? Wie denkst du? Von welchem Ort träumst du? Das Wetter wird langsam schöner und wir wollen alle raus und die Leute treffen. Aber wegen dieser Situation bleibt man immer zu Hause. Ja, ich glaube, Corona hat die falsche Zeit gewählt. Ja, ich merke, dass die Menschen anders sind, solidarischer, würde ich sagen. Sich einfach auch zu drücken, das ist etwas, was so ja jetzt irgendwie ganz einen komischen Beigeschmack hat. Ich hatte mein Leben und bin zufrieden. Was soll da noch kommen? Sowas wie Corona oder schlimmere Sachen. Corona-Alltag. Künstler, Maler, die haben keinen festen Lohn und das ist auch schwierig. Ich habe auch Schüler, jetzt unterrichte ich nicht mehr. Das Straßenbild fehlt ja. Da fehlen ja die Familien, die unterwegs sind. Es fehlt einem ja, dass man mal im Kaffee sitzen kann. Ich habe es gemerkt auch, dass wir zum Beispiel angefangen haben, mehr Schach zusammen zu spielen oder mehr Skat oder mehr, keine Ahnung was, also irgendein gesellschaftliches Spiel halt. Ja, man genießt also die Zeit, wenn man sitzen und etwas anschauen kann oder schlafen. Mein Balkon ist auch ein Lieblingsort. Ja, in dieser Phase bin ich vegan geworden. Corona-Meinung. Ich habe das Gefühl, die Menschen, die kommen ein bisschen zur Besinnung. Und ich denke mir, Mama, es hat auch seinen Sinn. Ein Virus kann immer wieder kommen. Und wir haben das Problem erschaffen. Das Problem kommt von uns Menschen. Ich sage mir, die Erde hat beschlossen, er hat gesagt, jetzt reicht's mir, was die mit mir machen. Jetzt sperre ich die mal alle ein. Ja, man lernt das natürlich jetzt nochmal anders zu schätzen. Würde ich sagen, diese Freiheiten, die man als so selbstverständlich erachtet, mit denen man ja komplett aufgewachsen ist, das ist echt eine ganz neue Sache. Der Zoo ist wirklich was Herrliches. Die Spinnerei. Siegfriedhof. Dieser japanische Garten. Der So und So, also das war ein Club hier in Leipzig. Nicht nur unsere Lieblingsorte erfahren unter dem aktuellen Corona-Lockdown eine ganz neue Bedeutung. Wie beeinflussen die Covid-19-Maßnahmen deinen Alltag? Hat die ausgerufene Pandemie deine Beziehungen gegenüber dem Leben und der Welt verändert? Das Projekt Erzähl mir Leipzig. Leipzig hört zu. Des Mühlstraße 14 e.V. sucht deine Geschichte in dieser Stadt. Wir freuen uns über eine Sprachnachricht von dir oder rufen dich gern für ein Gespräch zurück. 0176 438 249 12.